Als Künstler wird man erstens nicht geboren und zweitens hat das Leben ja sehr viele Facetten, die einen davon abhalten, sich in irgendeiner Form künstlerisch zu betätigen. Vielleicht ergibt sich schon eine Erkenntnis, dass es so geht oder so nicht geht. Dann hätten wir hier diese Lichtschneise. Wenn einem das nicht gefällt, kann man natürlich jetzt, solange das Papier feucht ist, weitermachen. In dieser hellsten Stelle spielt sich die wesentliche Grafik ab. Andere Möglichkeiten bestehen darin, dass man nur Teile von Gebäuden in ihrer Lichtwirkung zeigt. Wenn Sie grün aus dem Malkasten nehmen, es ist halt immer eine fade Angelegenheit. Wenn Sie aber jetzt hergehen und nehmen gebranntes Siena, also einen rötlichen Braunton dazu, dann werden Sie feststellen, dass Sie auf einmal ein wunderschönes Oliv kriegen. Sehen Sie das?